Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und freue mich, dass wir heute am 2. März uns hier schon wiedersehen. Und heute ist Montag, 20 Uhr, die beste Zeit für unseren Workshop. So, und ich beginne mit meiner Präsentation und wie immer natürlich mit diesem wichtigen Hinweis. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, für diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind, sie begrüße ich natürlich ganz, ganz herzlich. Für Sie heißt das, das müssen wir immer als Vorspann geben. Das geht nicht anders und das müssen wir einfach akzeptieren. Ja, zunächst erstmal mein Dank an all diejenigen, die zum Symposium vorgestern, also am 29.02. in Bad Saarow waren. Wir führen ja jedes Jahr ein Symposium mit dem Slogan Leben ohne Krankheiten durch. Leben ohne Krankheit durch und das findet immer in Bad Saarow in einem wunderschönen Hotel statt und die Randbedingungen sind dort gut und ich persönlich habe wieder mal sehr, sehr viel lernen können. Einige haben mir bestätigt von den Teilnehmern, dass es ihnen auch so ergangen ist und wir haben und ich möchte mich zunächst erstmal ganz, ganz herzlich bei all denen bedanken, bei den Teilnehmern, insbesondere bei denjenigen, die vorgetragen haben oder an der Diskussion sich beteiligt haben durch Fragen. Also vielen, vielen Dank auch dafür, dass Sie sich, sagen wir mal, der Strapaz unterzogen haben, nach Bad Saarow zu reisen. Zum Symposium hatten wir dieses Jahr ja das Thema als Schwerpunkt Immunsystem. Und die Vortragenden haben aus unterschiedlicher Sicht das Wissen vorgetragen, beziehungsweise die Informationen vorgetragen und bei uns Zuhörern dann zu mehr Wissen geführt. Und es war so, dass die 93 Teilnehmer doch recht aufmerksam den Vorträgen gefolgt sind und dankenswerterweise, ich finde das sehr, sehr gut, eben mit Fragen an der Diskussion teilgenommen haben. Und diejenigen, die teilnehmen, es sind einige dabei, die haben schon zum dritten Mal teilgenommen, die wissen längst, dass wir ein außergewöhnliches Charakteristikum haben bei unseren Symposien, nämlich es werden alle Fragen beantwortet. Und das ist schon eine tolle Leistung, wenn man sich überlegt, dass so 50% medizinische Profis und 50% medizinische Laien teilnehmen. Ist schon eine ganz schöne Leistung, das so zu machen, aber ich muss sagen, es ist uns, denke ich, hauptsächlich den Vortragen, denn denke ich, sehr, sehr gut gelungen. Und dann muss ich berichten, oder ich möchte, ich, oder ich berichte sehr gern darüber, dass viele, viele Teilnehmer ja auch Agile Care Anwender sind, die zu mir gekommen sind und mir positive Rückmeldungen, Danksagungen gebracht haben. Und das war an einigen Stellen so für mich überwältigend, dass es doch sehr rührend war. Und das ist schon ein großer Moment für mich, wenn ich das höre, wie vielen Menschen es durch die Anwendung von Agile Care besser geht, wie sie ihr Leben verbessern konnten. Also da auch vielen, vielen Dank für die Rückmeldungen. Und vielleicht als kleine Anregung für Sie, meine Damen und Herren, und nicht nur für die, die zum Symposium waren, wenn Sie solche Einschätzungen haben, dann würde ich mich auch freuen und andere freuen sich auch darüber, wenn Sie das nicht nur mir mitteilen, sondern auch im Shop eintragen als Bewertung. Denn vielen, die an der Überlegung sind, sich ein Agile Care anzuschaffen, ist das eine Hilfe und eine Bestätigung dessen, dass Sie doch eventuell gut damit fahren können. Eine Rückkopplung jetzt aus den letzten Tagen, letzten Stunden, kann man eigentlich sagen, möchte ich hier geben und mich dann auf ein ganz spezielles Thema beziehen, heute ausnahmsweise. Aber diese Rückkopplung, die möchte ich gern geben. Und zwar bin ich angerufen worden von einem sehr profilierten Anwender von Agile Care und er beschrieb, dass er urplötzlich einen starken Druck im Kopf empfunden hatte. So, man könnte auch sagen, ein Spannungsschmerz hat seinen Blutdruck überprüft, der war in Ordnung und hat einfach spekuliert, so wie ich das eigentlich, muss ich sagen, sehr, sehr gut finde und hat gegen diesen Zustand eingesetzt, gegen diese
Parasiten, die dahinter vermutet werden können, hat er eingesetzt die Anwendung A101 Gehirnströme Alpha-Zustand und hat tatsächlich das morgens und abends jeweils einmal gemacht und schon während der ersten Anwendung sind die Symptome zurückgegangen. Also Gratulation und hier Weitergabe von mir dieser Anwendung, dieses Erfolgs. Man kann ja, Sie wissen, ja, man kann ja mit Agilcare einfach spekulieren gegen bestimmte Parasiten, auch wenn man sie nicht kennt. Man kann sie vermuten. Macht man es nicht treffend, dann kann nichts passieren. Macht man es treffend, so ist es wie bei dem Anwender, den ich jetzt zitiere, von sehr, sehr großem Vorteil. Und er hat sehr großen Nutzen davon gehabt. Und es ging dann und geht ihm auch noch immer noch sofort besser. Und nun zu dem Schwerpunktthema, was ich mir heute vorgenommen habe. Und zwar möchte ich über die Randbedingungen sprechen, die ich immer als Randbedingungen bezeichne. Und ich bin auch auf dem Symposium von mehreren Personen angesprochen worden. Ich soll das doch noch einmal besser erklären. Ich habe das in der Vergangenheit schon getan, aber mir ist klar, es kommen ja erfreulicherweise ständig neue Agilcare-Anwenderinnen und Anwender dazu. Und da geht das vielleicht ein bisschen unter. Und jetzt möchte ich möchte mal sagen, etwas tiefgründiger darüber sprechen und Sie dabei auch gleichzeitig motivieren, die Randbedingungen möglichst optimiert einzuhalten. Was erwarten Sie da für Vorteile, wenn Sie das beachten? Erstens einmal sind die Anwendungen viel effektiver. Zweitens werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit viel, viel schneller zu einem guten Ergebnis kommen. Das heißt, schneller zu besserer Lebensqualität. Und drittens, es ist immer ein Vorteil, weitestgehend die Eliminierung der Parasiten zu erreichen. So weit wie möglich die Parasiten zu erreichen. So, was müssen wir da beachten? Und zwar, wer das schon öfter von mir gehört hat, der weiß, ich spreche immer von Randbedingungen optimiert vor, während und nach der Anwendung. Also sprechen wir jetzt darüber vor, während und nach der Anwendung. Zunächst einmal ganz allgemein. Wie arbeiten wir mit Agilcare und warum arbeiten wir mit Agilcare? Wir arbeiten mit dem Ziel, die Parasiten zu zerstören, zu eliminieren, zu dezimieren, die in Dysbalance sind. Denn diese Parasiten treten überall dort auf, wo wir eine Erkrankung haben. Und warum sind sie dort? Jede Erkrankung ist verbunden auf Zellenebene mit einer Minderversorgung der Zellen mit Sauerstoff. Haben wir diese Minderversorgung der Zellen mit Sauerstoff vorliegen, dann können die Mitochondrien keine Energie erzeugen, also kein ATP bilden. Da muss die Zelle, um zu überleben, muss die Zelle einen Ersatzstoffwechsel finden. Diesen Ersatzstoffwechsel nennen wir Krebsstoffwechsel. Es ist im Prinzip eine alkoholische Gärung. Und bei dieser Gärung verändert sich der pH-Wert zu einem Wert, also zu einem sauren Wert hin, wo bestimmte, und ich muss das nochmal betonen, bestimmte Parasiten angezogen werden, beziehungsweise motiviert werden, sich zu vervielfältigen, sich zu vermehren und verstärkt, wenn sie es können, das gilt ja für die Viren nicht, aber für die Bakterien, Würmer, Pilze und Einzeller gilt es, dass sie dann verstärkt, wenn solche pH-Werte vorliegen, in den Stoffwechsel gehen. Und dieser verjährte Stoffwechsel führt dann zu einer toxischen Belastung und letzten Endes kann man sagen, diese Vermehrung der Parasiten dort ist deshalb, weil sie das Milieu sehr, sehr angenehm für ihr Dasein, für ihre Vervielfältigung, für ihre Vermehrung finden. Und wir können auch davon sprechen, mit Fug und Recht, wir haben dort eine Symbiose zwischen Parasiten und Erkrankung. Und was bietet sich dort an, als dass wir die Parasiten zerstören? Und das machen wir mit elektromagnetischer Energie, die also mit bestimmten diskreten Frequenzmustern kommt, die über das Agilcare eingeleitet werden, das menschliche Gewebe. Und sie wandern durch das menschliche Gewebe zu den Parasiten hin. Das ist zumindest unser Wunsch. Dass wir dort beste Bedingungen haben, dass es dort hingeht und dass dann die Parasiten dort aufgrund der Resonanzbedingungen zwischen den eingeleiteten Frequenzspektren, also Frequenzmustern, die zu einer Energieübertragung auf die Parasiten führen und diese Parasiten dann zerstören. Das Zerstören muss geschickterweise, und mit Agilcare kann man das garantieren, muss geschickterweise ohne eine Attacke
der Parasiten erfolgen. Denn Parasiten sind sehr, sehr gut organisiert, insbesondere die Bakterien. Und so gehen wir den Weg ohne Attacke, sondern wir gehen den Weg des Wohlgefallens für die Parasiten, also für die Bakterien, Würmer, Pilze und Einzeller. Dies erreichen wir nämlich, indem wir mit den für sie zuständigen Frequenzmustern den Stoffwechsel erhöhen. Wir treiben sie also an, zu fressen, Stoffwechsel zu erhöhen. Und wenn das gestartet ist, wenn wir die also mit den Frequenzen erreicht haben, dann sind die betreffenden Parasiten kurz in der Lage, sagen wir, sich zu überfressen und nach wenigen Sekunden zerplatzen sie. Bei den Viren geht das nicht in der Form, sondern dort haben wir keinen Stoffwechsel. Dort geschieht es über Resonanzbedingungen zur mechanischen Zerstörung der Viren. Dort wissen wir die genauen Frequenzmuster aufgrund der geometrischen Abmaße in der RNA der Viren. Und dort zerstören wir die Eiweißbrücken rein mechanisch, wie als wenn eine Kompanie vom Militär über eine Brücke im Gleichschritt marschiert, was niemals gemacht werden soll. Und dann stürzen die Brücken ein und so stürzen auch diese Eiweißbrücken in den Viren ein. Wenn das uns gelingt, sowohl über das Wohlgefallen, also Stoffwechselerhöhung, als auch durch die mechanische Zerstörung, Viren, Bakterien, Würmer, Pilze und Einzeller zu zerstören, dann werden die Rückstände uns eventuell Probleme bereiten, weil diese Parasiten häufig Schwermetalle, Gifte, Schadstoffe gespeichert haben. Und wir müssen diese herausbringen. Und so wie wir das tun, hier dargestellt über das menschliche Gewebe, möglichst optimal die Parasiten zu erreichen, dann, dass wir überhaupt die Frequenzen übertragen können und die Parasiten auf die Parasiten abzielen und sie dann vernichten und letzten Endes dann die frei werdenden Rückstände entgiften, das meine ich, da gibt es Randbedingungen, die sehr, sehr gut sind, die wir optimieren sollten, was sich lohnt, sie zu optimieren. Denn dann sind wir, wie das ich schon vorab gezeigt habe, in den Vorteilen auf schnellerem Wege am Ziel, nämlich unsere Lebensbedingungen zu verbessern, unsere Lebensqualität zu verbessern. So, sprechen wir also über im ersten Abschnitt jetzt, ich habe das hier unterstrichen, das Wort, über die Randbedingungen vor der Anwendung. Da geht es natürlich um die möglichst guten Vorbereitung, möglichst gute Vorbereitung für die Anwendung. Und die beste Vorbereitung für jede Anwendung ist, Elektrolyte im menschlichen Körper, im menschlichen Gewebe zu verbessern. Und das gilt für Personen, die älter sind als 19 Jahre, als ab 20 Jahre Lebensalter gilt das. Wir haben nämlich untersucht und ziemlich umfangreich untersucht, und zwar diejenigen, wo das nicht so gut funktioniert hat. Das haben wir eben nicht gefunden bei den Kindern und Jugendlichen. Da hat immer gleich alles gut funktioniert in unserer Statistik. Aber bei denen, die eben ab 20 Jahre waren, gab es, ich möchte fast sagen, um die 50% Schwierigkeiten, während anderen der restliche Teil wunderbar vorangekommen ist. Und da haben wir uns also die Umstände angesehen bei den Personen, die Schwierigkeiten hatten und haben festgestellt, dass sie schlechte Elektrolytbedingungen haben. Also schlechte Elektrolyte in und um die Zellen, schlechte Elektrolyte im menschlichen Gewebe. Das scheint also der Grund gewesen zu sein, dass wir dort nicht so erfolgreich waren. Und haben gesagt, was sollen wir einfach? Weil es ist nichts einfacher, als die Elektrolyte zu verbessern. Und auf der Seite, die ich hier eingeblendet habe, diesen Link, ulrich-mtc.de/download, finden Sie auch Angaben für die Verbesserung der Randbedingungen vor der Anwendung. Und damit meine ich, die Elektrolyte zu verbessern durch einen Trunk. Und ich habe das mal hier herausgefiltert, was wir dort stehen haben, in dem sogenannten Rezept. Sie finden das dort auf der Seite und ich möchte Ihnen die Seite auch einmal einblenden, dass Sie die auch finden. Und ich hoffe, dass ich die Technik hier gut im Griff habe. Und jetzt müssten Sie die Seite ulrich-mtc/download, ich habe das oben markiert, sehen. Und ich blicke mal zu meiner Frau rüber, die mir freundlicherweise heute wieder hilfreich ist.
Sieht man diese Seite schon? Nein. Dann habe ich was falsch gemacht. Jetzt kommt das. Aha. So, also mir wird jetzt bestätigt, dass man das sieht. Und auf dieser Seite sehen Sie die wichtigen Informationen, die Sie sich herunterladen können, wie zum Beispiel hier die Information, dass am 26.02.2020 es ein neues aktuelles Setup der Software für AgileCare 2 und AgileCare 1 gibt, die anderen älteren Setups und weiter unten sehen Sie dann hinter dem Datum 2.03.2020 die Rezeptur für bessere Elektrolyte. Wenn Sie da auf diesen Link klicken, dann erhalten Sie das PDF-Dokument, was Sie sich ausdrucken können oder herunterladen können. So, denke ich, können Sie die Information für sich persönlich auch einmal haben und können das nachvollziehen, was ich Ihnen hier gezeigt habe. Jetzt versuche ich wieder die PowerPoint-Darstellung fortzusetzen. Wahrscheinlich gelingt mir das. Eins zurück. So, und deshalb habe ich hier das nochmal eingeblendet, wie die Zusammensetzung dieses Trunks sein soll. Ich möchte noch etwas weiter darauf eingehen. Und zwar biete ich hier an, und das ist das Ergebnis unserer Untersuchung, und das ist aus unserer Sicht jetzt über Jahre gewonnen, das Optimum. Der Trunk setzt sich zusammen aus einem Glas Wasser, möglichst sauberes Trinkwasser, was ich durch Aufkochen gewinne oder noch besser über eine Umkehrosmoseanlage gewinnen kann. Da brauche ich ungefähr 250 Milliliter dieses sauberen Wassers, wenn ich es aufgekocht habe, dann natürlich abkühlen lassen. Dann kommt dazu zweitens der Saft von mindestens zwei Zitronen, von Bio-Zitronen, der Saft von zwei Zitronen und drittens ungefähr ein Viertel Teelöffel Apfelessig. Und diejenigen, die die ältere oder bisherige Rezeptur kannten, sehen schon, wir sind mit einem Viertel Teelöffel Apfelessig zufrieden. Apfelessig trüb. Und hier wäre auch wieder Bio das Beste. Und dazu dann hier Punkt 4 angegeben, ein Esslöffel Erythrit. Aber ich habe dazu geschrieben, nicht unbedingt notwendig. Ich selbst nutze es schon lange nicht mehr, diese Süßung. Ich komme auch so ganz gut klar. Und wer also das nicht süßen möchte, der lässt es einfach weg. Für die Funktion hat hier Erythrit nichts beizutragen, sondern nur für einen besseren Geschmack. Wer das besser findet, wenn es süß ist. Und fünftens dann schließlich auch ein Viertel Teelöffel Meersalz hinzugeben. Auch hier sehen diejenigen, die bisherige Rezeptur kannten, dass wir mit weniger auskommen. Ich möchte hier sagen, dass das wirklich das Optimum ist, diesem Rezept zu folgen und dass, wie das in der Darstellung auch dargestellt ist, 20 bis 30 Minuten vor der Anwendung einzusetzen. Und ich zeige das jetzt noch einmal. Und wir hatten ja diejenigen, die schon länger bei AgileCare dabei sind, wissen das, auch Ausweichmöglichkeiten gegeben. Da wäre sozusagen die Alternative, anstelle dieses Trunks ein alkoholfreies Weizenbier zu trinken. Oder eben auch kam der Vorschlag, zum Beispiel auch ungefähr 250 Milliliter Kokoswasser zu trinken. Ich will nur sagen, ich will Sie nicht davon abbringen, auch diese Alternativen zu nutzen, weil sie Ihnen vielleicht besser schmecken. Nur wenn es nicht funktioniert, und so kamen einige zu mir, die gesagt haben, sie kommen einfach nicht voran. Und habe ich gefragt, was sie für einen Cocktail benutzen. Und habe denjenigen, die diese Alternativen nutzen, nämlich alkoholfreies Weizenbier oder eben Kokoswasser, habe denen gesagt, gehen Sie doch bitte mal testweise über zu diesem Cocktail. Auch wenn er Ihnen nicht so gut schmeckt, trinken Sie ihn 20 bis 30 Minuten vor der Anwendung und vielleicht sehen wir eine Besserung. Und es ist unglaublich, wie viele damit besser fahren. Ich höre auch ab und zu, dass man die Zitrone nicht verträgt. Bitte denken Sie daran, die Zitrone säuert nicht. Die Zitrone ist basisch. Vielleicht können Sie sich überwinden, die Zitrone doch hier den Saft der Zitrone mit einzubringen. Es könnte sich wirklich sehr, sehr lohnen und wir kommen damit zu wesentlich besseren, früheren, anhaltenden Verbesserungen der Lebensqualität. Es könnte sich lohnen. Bitte, vielleicht sollten Sie sich überwinden dazu. Ich bin von meiner Frau immer dazu gezwungen worden zu Beginn, bis ich dann aus Gewohnheit jetzt doch immer
es schon liebe, diesen Zitronensaft zu trinken. Und ich bin meiner Frau dafür dankbar. Nun zu den Randbedingungen während der Anwendung. Und da heißt es einfach, möglichst ruhig und entspannt sitzen oder liegen. Eventuell eine Erdung einsetzen, ist nicht unbedingt notwendig. Aber wenn man erdet, dann ist es in Ordnung. Und ich will auch gleich hier vorauseilend sagen, dass die Gegenargumente, die von anderen Herstellern kommen, dass man sagt, die Erdung würde das verschlechtern, beachten Sie das nicht. Unsere Einspeisung der elektromagnetischen Energie über die Handelektroden oder über die Haftelektroden erfolgt in Floating Potentials, heißt das. Und das heißt, die Erdung ist für uns verbessert. Das ist bei anderen Geräten nicht der Fall. Aber wie gesagt, Erdung nicht unbedingt notwendig. Wenn es Ihnen dadurch besser geht, ist es in Ordnung. Ich nutze auch die Erdung nur spontan. Oftmals reicht bei mir, so wie ich wohne, die Erdung schon, indem ich mit barfuß die Fußsohlen aufsetze. Und dann habe ich auch schon eine gute Erdung bei uns. Aber das mag sein, dass es bei Ihnen vielleicht nicht ausreicht. Ja, ruhig sitzen, nicht die Beine übereinander schlagen oder ruhig liegen, nicht die Beine übereinander schlagen. Und dann heißt es, so wenig wie möglich innere und äußere Reize. Das habe ich hier geschrieben. Also kommen Sie möglichst zur Ruhe. Kommunizieren Sie möglichst nicht. Das heißt, keine Gespräche führen, schon gar nicht telefonieren. Möglichst alle äußeren Reize auch abschalten. Also Rundfunkgespräche, Fernsehen selbstverständlich abschalten. Keine Nebentätigkeiten, keine nebenbei Beschäftigung mit Computerspielen. Das alles möglichst nicht. Warum? Wenn wir diese Reize nämlich abschalten, dann erweitern wir die nutzbare Bandbreite zur Durchleitung der elektromagnetischen Signale in unserem Körper. Das ist wie im Internet. Stellen Sie sich das vor, ich habe zum Symposium auch darüber gesprochen, dass wir das Leben eigentlich kontrollieren in unserem Körper über unglaublich viele Signale, die als elektromagnetische Wellen durch den Körper durchgehen und die streckenweise hauptsächlich vom zentralen Nervensystem gesteuert werden. Und da ist also eine Menge los. Stellen Sie sich bitte vor, pro Zelle in der Sekunde ungefähr 10.000 Lichtblitze, also 10.000 Signale. Und da stellen Sie sich wiederum vor, doch versuchen Sie es mal abzuschätzen, ist fast nicht mehr möglich, das bei 100 Milliarden Zellen, menschlicher Zellen im Körper. Und da müssen wir durch diesen Verkehr müssen wir einfach durch. Und wir haben eine bessere Durchlässigkeit und eine bessere Bandbreite, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir nicht kommunizieren, keine Nebentätigkeit, keine Computerspiele machen. Und eventuell hilft sogar, und ich nutze das selbst immer, es hilft sogar eventuell das Abdunkeln des Raumes. Ich bin vor einiger Zeit gefragt worden, wenn man sich besser entspannt fühlt, warum sollte man dann nicht eine Entspannungsmusik hören? Und die Versuche haben gezeigt, dass das gut ist. Wenn es eine Musik ist, bei der Sie entspannen, ist das nur hilfreich. Also das waren sozusagen die Erklärungen von mir zur Optimierung der Randbedingungen während der Anwendung. So, und hier im fünften Punkt zu diesem großen Punkt Randbedingungen optimieren, da geht es darum, diese Randbedingungen nach der Anwendung zu optimieren. Und dabei ist mit nach das nicht unbedingt so gemeint, sondern relativ nach kann auch sein am nächsten Morgen. So, und da heißt es, und ich habe das zu Beginn erklärt, dass unsere Tätigkeit, nämlich das gezielte Zerstören der Disbalance befindlichen Parasiten, dazu führt, dass Gifte, Schadstoffe im Körper frei werden. Das heißt, wir sollten sauberes Trinkwasser trinken. Sauberes Trinkwasser heißt also, dass Sie das eventuell abkochen. Noch besser natürlich, das Wasser mit einer Umkehrosmoseanlage zum Beispiel behandeln. Und dazu geben Sie bitte Zeolith. Und ich empfehle Naturzeolith 10 Mikrometer. Glauben Sie mir, ich habe mich sehr damit beschäftigt und lege großen Wert darauf, dass der Zeolith, den Sie einnehmen, von bester Qualität ist. Und das ist bei Naturzeolith 10 Mikrometer wirklich auch gewährleistet. Das soll nicht Werbung sein für ein Produkt, was Sie nur in unserem Shop bekommen. Nein, das soll es nicht sein. Aber dort ist abgeklärt, dass nicht wie bei anderen Zeolithen Schädigungen eintreten können. Nein, uns geht es darum, die Entgiftung zu optimieren. Und auch dazu wiederum, so ähnlich wie ich das schon gezeigt habe bei der Randbedingung vor der Anwendung, gibt es Anwendungsempfehlungen von mir zur Verwendung von Naturzeolith. Und die finden Sie auch auf der Seite. Jetzt möchte ich wieder umschalten. Mal sehen, ob mir das gelingt.
Die finden Sie auch auf der Seite, die ich jetzt einblende, und zwar auf der Seite ulrich-mtc.de/download, wo wir vorhin schon gesehen haben, da gibt es die Setups und da gibt es auch die Rezepturen für die Elektrolyte. Da sehen Sie derzeit an der unteren Zeile mit dem Redaktionsstand 19.01. Anwendungsempfehlungen Naturzellit 10 Mikrometer. Wenn Sie darauf klicken, auf diesen Link, dann bekommen Sie das PDF gezeigt. Sie können es sich herunterladen bzw. ausdrucken. Und auch hier möchte ich darum bitten, dass Sie das möglichst pingelig, möglichst fein durchführen. Und ich versuche jetzt wieder die Präsentation dorthin zu bringen. Und da sehen Sie hier schon die ersten Hinweise dafür. Mal sehen, ob ich das richtig getroffen habe. Ja, hiervon sind wir ausgegangen. Also Anwendungsempfehlungen bitte beachten. Und die Anwendungsempfehlungen sind also so, dass Naturzellit 10 mit dieser redaktionellen Ausgabe vom Januar 2020 vor dem ersten Mal bei jeder Dose, wenn diese neu ist, zuerst öffnen, indem der Verschluss aufgemacht wird. Dann Deckel abdrehen, herausnehmen des Schüttelschutzes. Den können Sie also sofort auch in die Entsorgung geben, in die Wertstofftonne geben. Diesen Plastikdeckel, den brauchen Sie nicht mehr. Und jetzt entnehmen Sie bitte den mitgelieferten Messlöffel. Und bei jeder täglichen Einnahme erstens die noch verschlossene Dose kräftig schütteln. 15 bis 20 Mal ist ausreichend, denn dabei laden sich die einzelnen Partikel und Körnchen auf über 1000 Volt auf. Eine elektrostatische Aufladung verbessert die Adhäsions- und Ionisationsfähigkeiten der einzelnen Körnchen und bringt noch besser Gift aus dem Körper heraus. Sie stellen sich ein Trinkglas bereit, füllen es mit sauberem Trinkwasser, öffnen die Dose und legen mit dem Messlöffel mäßig gefüllt oder die Hälfte, wir kommen gleich darauf, in das Wasser geben. Oder die Hälfte heißt, wenn mäßig gefüllt ist, richtig, Entschuldigung, wenn der Messlöffel mit einem Häufchen darüber, also angefüllt ist, dann haben wir 6 Gramm. Und wenn er mäßig gefüllt ist, haben wir 3 Gramm. Und ich ziele auf 3 Gramm ab. Kräftig das Pulver im Wasserglas rühren, mit einem Löffel, der nicht aus Metall ist, sondern aus Plastik, Holz, Glas oder Keramik. Und Sie können auch den Messlöffel nehmen zum Rühren. Bitte nicht Löffel aus Metall einsetzen. Dann, wenn das schon kräftig gerührt ist, dann können Sie schluckweise diese Zeolithlösung aus dem Trinkglas in den Mund nehmen, dort 10 bis 15 Sekunden jeweils vor dem Schlucken behalten und vielleicht so spülen im Mund, wenn ich das nicht sicher aus beschreiben kann, dass es im Mund sich bewegt. Der Ionenaustausch beginnt nämlich schon im Mund und dort sind schon Schadstoffe, die unerwünscht sind und die nimmt schon der Zeolith auf. Der Zeolith geht ja durch den Körper von der Mundhöhle bis zum After wie ein Schwamm und nimmt Schadstoffe und Gifte auf. Und so soll mit jedem weiteren Schluck verfahren werden, bis das Glas leer ist. Wenn es nötig ist, zwischendurch einfach mal das Glas wieder umrühren. Es wird empfohlen, zweimal die 3 Gramm des Naturzeolit einzunehmen. Das heißt also von morgens und abends als Beispiel. Die Bedingung sollte sein, und das hoffentlich vermittle ich das jetzt gut verständlich, die späteste Einnahme früh morgens sollte sein 30 Minuten vor dem ersten Frühstück. Also sollten mindestens 30 Minuten zwischen Einnahme vom Zeolit und dem Frühstück sein. Zeolit also vor dem Frühstück. Und die früheste Einnahme dann wiederum 3 Stunden nach dem Abendessen als Beispiel. Sie können natürlich das auch, was weiß ich, 3 Stunden nach dem Mittagessen einnehmen, wenn Sie dann wieder zur nächsten Mahlzeit 30 Minuten haben. Das geht auch. Aber bei mir hat sich das so eingebürgert, frühestens 3 Stunden nach dem Abendessen. Es gibt keine Überdosierung von Naturzeolit 10. Niemals gibt es dort Gefahren. Und wenn Sie Naturzeolit noch nicht haben, Sie können es in unserem Shop, ich habe hier den Link eingeblendet, der lautet shop.schmerzen-was-tun. Dort können Sie das bekommen. Ich halte diese Einhaltung der Bedingungen der Optimierung der Randbedingungen nach der Anwendung
für sehr, sehr gut. Somit haben wir jetzt also die Randbedingungen noch einmal erläutert, die zu optimieren sind und was einen großen Einfluss auf den Erfolg hat, nämlich die Randbedingungen vor, während und nach der Anwendung mit Agile Care. So, das wollte ich Ihnen gerne noch einmal gesagt haben, weil auf besonderen Wunsch ich da, gefragt, besonderen Wunsch ich da gerne eingegangen bin, das Ihnen noch einmal zu erläutern.